Die Kladonale ist ein Open-Air-Kunstfestival. Die Idee dahinter ist, dass man Kladower Künstler oder auch andere Berliner Künstler, gibt es auch, die hier ausstellen werden, zusammenbringt mit den Kladowern, die große Vorgärten haben, große Fassaden, auch große Räumlichkeiten, so wie zum Beispiel meine Galerie hier, die Galerie Franka Löwe. Es gibt aber noch mehr Galerien, die auch mitmachen, auch Gewerbetreibende, Restaurants und so weiter. Die bieten ihre Infrastruktur an für diese Künstler, um eine Ausstellung zu machen. Das Problem ist nämlich, dass also viele Künstler, die eher hobbymäßig unterwegs sind oder das nebenberuflich machen, gar nicht so die Möglichkeit haben, so lange nach Galerien zu suchen, um dass die Bilder mal gezeigt und ausgestellt und auch verkauft werden können. Und der Gedanke hier von der Kladonale ist quasi so ein bisschen übergeordnete Nachbarschaftshilfe. Dieses Konzept dieser Open-Air-Galerie ist jetzt nicht wirklich neu, aber es ist neu in Klado. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, wir haben hier auch gerade neu angefangen. Das ist absolut sinnvoll mitzumachen. Und auch wir geben hier Künstlern die Möglichkeit, ihre Exponate auszustellen. Und ich freue mich auch schon sehr darüber, dass ich zwei Künstler gewonnen habe. Ich werde noch nicht verraten, wer. Da müssen wir herkommen. Und ja. Also ich fand es einfach nur passend, sich damit einzubringen, zumal wir hier an der Sacroer Landstraße gegenüber von der Kirche und der Maria Himmelfahrt, auch dem Kindergarten, eigentlich eine ganz prominente Stelle sind. Die machen übrigens auch mit. Das heißt, wir werden hier so eine Art Kleeblatt bilden und eben ganz viel im Zusammenhang mit der Kladonale gemeinsam auch machen. Ja, ich finde es einfach eine gute Idee und das ist auch so, dass ich mich freue, auch mal andere Künstler kennenzulernen. Ich arbeite ja normalerweise mit verstorbenen Künstlern zu tun und da ist es auch mal eine schöne Abwechslung, auch mal mit den lebendigen Künstlern zu arbeiten zu dürfen. Und Hobbykünstler oder auch Freizeitkünstler, habe ich festgestellt, sind doch sehr angenehme Menschen, weil die meistens nicht den Druck haben, dass sie jetzt irgendwie einen Mäzen finden müssen oder ihre Kunst um jeden Preis verkaufen müssen. Das ist ein bisschen anderes Arbeiten und das finde ich auch sehr angenehm. Dann müssen wir jetzt nur noch wissen, wann diese Kladonale beginnt, wie lange sie dauert und ob das irgendwie Eintrittsgeld kostet oder sowas. Nein, die Kladonale selbst ist kostenlos. Es ist auch für die Künstler kostenlos auszustellen. Also das wird hier kein Geld fließen, außer dann, wenn die Bilder verkauft werden, dann geht es in die Taschen der Künstler. Übrigens auch bei uns. Wir werden da keine Provision nehmen, weil wir das einfach auch fair, nicht fair gegenüber den anderen finden. Und die geht los. Am 6. Mai ist die Eröffnungsveranstaltung. Und am 7. geht es dann los. Das ist ein Wochenende und das geht bis in den Juni rein. Ich glaube, bis zum 2. oder 2. Juni, glaube ich. Und das ist so, dass viele Kladower wahrscheinlich das auch erst immer am Wochenende ihre Gärten öffnen für die Kunstwerke. Wir hoffen, dass schönes Wetter ist, dass wir möglichst viel draußen machen können. Sonst wird das ein bisschen schwierig. Und wir hoffen auch, dass mit der entsprechenden Werbetrommel der Veranstalter dann auch viele Kladower-Gäste dann auch mal eben mit großen staunenden Augen hier durch die Kladower Wohnviertel gehen und schauen, wie halt Wohnen, Leben und Kunst einfach gut zusammenpasst.